Heute möchte ich zusammen mit dir mein Nähzimmer sortieren und das Chaos ordnen. Und glaube mir, es gibt jede Menge Chaos, das wir gerade ordnen können. Und ich gebe dir exklusive Einblicke, wie weit mein neues Nähzimmer ist. Denn so lange dauert es gar nicht mehr, bis wir dann umziehen werden. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Hana Kreativ. Ich bin Tanja und ich freue mich, dass du zu diesem neuen Video eingeschaltet hast. Und es gibt hier auf dem Kanal ja schon etliches übers Nähen, übers Sticken, übers Bauen, über DIYs. Und heute habe ich gedacht, gehe ich noch mal ein bisschen die Organisation mit dir an. Heute ist, ich muss überlegen, Mittwoch nach dem Stichtag. Man hört es vielleicht noch an meiner Stimme. Wir sind alle ein bisschen angeschlagen. Es war ein grandioses Wochenende. Wir sind auch schon wieder in der Planung für den Stichtag 4.0, den Ticket. Verkauf wird es im November geben. Falls du nicht weißt, was der Stichtag ist, schau gerne mal dieses Video hier an und vielleicht sehen wir uns ja dann auch schon nächstes Jahr. Ist auf jeden Fall legendär und es hinterlässt auch legendär viel Arbeit. Da ist wirklich jede Menge Zeug ist, würde ich sagen, wir starten erstmal direkt durch und dafür brauche ich eine super wichtige Sache, die mir hier wieder durch den ganzen Orga-Stress helfen wird. Also heute einen optisch schönen Hintergrund zu bekommen, wird nicht funktionieren. Hier in dieser Ecke nähe ich übrigens immer. Das heißt, ich habe hier das volle Chaos. Was mir auf jeden Fall helfen wird beim Organisieren, ist dieser wunderbare P-Touch. Ich habe dir das schon in ein, zwei Videos gezeigt. Und ich muss sagen, ich bin so ein Fan von. Ich habe schon meine ganzen Freundinnen damit angesteckt. Und unsere Eventmanagerin hat sich gewünscht, dass wir die Kisten besser und anders beschriften. Und das geht natürlich perfekt mit diesem kleinen süßen Wunder. Du kannst aber nicht nur Dinge beschriften, wie ich schon in meiner Küchenorga gemacht habe. Du kannst auch wunderschöne Geschenkbänder machen, also solche schönen Stoffbänder. Für eine Hochzeit oder für Geburtstage mache ich das ganz gern. Du kannst aber auch farbliche Dinge machen für irgendwelche DIYs oder für mich jetzt bald wieder sehr wichtig, weil Schulanfang kommt, Kindergartenstart ist da. Es gibt auch ein Band mit Textilien, also mit so einem Textilband, wo du den Namen aufdrucken kannst und das Ganze kannst du dann aufbügeln. Also das wird jetzt die Woche auch noch sehr oft bei mir zum Einsatz kommen. Aber heute habe ich mir so ein Standardband genommen, also einfach, wie viel Millimeter habe ich jetzt hier? 9 Millimeter gibt es aber auch in allen Farben, Formen und Größen, je nachdem, was du brauchst. Und so erhoffe ich mir, dass ich jetzt hier schon ein bisschen vorbereiten, dann auch für den Umzug ins Nähstudio alles sortieren kann, weil ich ja nicht natürlich nur Nähsachen habe, sondern ich habe ganz viele verschiedene andere DIY-Hobbys, Gipsgießen, Siebdruck, alles Mögliche. Und das möchte ich jetzt hier beschriften, damit ich genau weiß, was wo in welcher Kiste ist. Also damit werden wir starten. Den Link dazu findest du natürlich unten in der Infobox und zwar in meinem Amazon Storefront. Da werde ich einen extra Reiter für einen P-Touch machen, also welche Kassetten ich persönlich besitze und natürlich auch das Gerät. Okay, ist jetzt ein bisschen später. Ich habe mir Verstärkung geholt. Und ich habe überlegt, ich fange jetzt erstmal an, überhaupt zu sortieren. Was ist Stichtag? Was ist Geburtstag? Was muss dann in mein Nähzimmer rein? Privat ist eigentlich nicht mehr so viel, außer von den Übernachtungsgästen. Okay. Lass das jetzt hier einfach meinen Zeitraffer durchlaufen. Wenn irgendwas Cooles hier dabei ist, was ich dir unbedingt zeigen will, wie zum Beispiel unseren wunderschönen Kackhaufen. Den gab es im Museum aufgrund von einer Aussage von Sandra mit Das ist Kunst. Also wunderschön. Oder von meinen Freunden, die alle absolut nichts mit Nähen zu tun haben. Guckt euch mal diese krasse, schöne Nähmaschine an. Ich bin total begeistert. Also solche Sachen zeige ich euch noch. Und ansonsten schaffe ich jetzt erstmal hier. Ich sortiere. Ich sortiere mal grob, in welche Richtung es hier gehen kann. Let's go. Tag danach, next day, ich bin gestern noch einigermaßen hier vorangekommen und habe zumindest die Stichtagssachen alle sortiert. Viele Sachen stehen jetzt auch schon draußen zur Abholung, sind schon verräumt. Das hier muss ich jetzt noch etikettieren. Mir ist aufgefallen, dass ich noch jede Menge Goodie Packs hier stehen habe vom Stichtag. Ein paar schicken wir noch Leuten zu, die nicht zum Stichtag kommen konnten. Deswegen ein paar gehen noch weg, aber ich verlos heute auf jeden Fall am Ende des Videos eine Goodie Pack für euch. Und noch was ist heute angekommen?
denn für dieses ganze Zeug brauche ich echt Nervennahrung von der lieben Olga von der Scherenmanufaktur. Ich blende das mal unten ein. Und die hat mir, weil sie weiß, wie sehr ich mich immer darüber beschwere, dass bei Mettler immer die grünen Gummibärchen drin fehlen, habe ich einfach nur grüne Gummibärchen bekommen, denn das sind die besten. Also mit Abstand. Von dem her habe ich neuen Elan und werde das Ganze jetzt hier einmal etikettieren und dann widme ich mich dem Haufen da hinten, nämlich den Geschenk. Und dank der einfachen und unkomplizierten Handhabung kann man hier jetzt super easy und schnell die passenden Etiketten erstellen. Und auch wie bei den Partyartikeln, einfach kurz das letzte Etikett öffnen, dann hast du auch schon alles vom Layout her und nochmal ein neues erstellen. Okay, wie ihr seht, die Geschenke hinter mir habe ich zumindest so ein bisschen aufgereiht. Ich überlege mir, ob ich die jetzt noch auspacke oder nicht. Eigentlich soll das für mich so eine Art Belohnung sein, wenn ich hier mit allem rum bin, dass ich mich wirklich in Ruhe hinsetzen kann. Ich bin so der Typ, wenn ich Geschenke aufpacke, bin ich total froh, wenn ich das nicht vor jemandem machen muss, weil ich bin so langsam, ich genieße es so. Das heißt, ich mache die Päckchen gerne langsam auf. Ich nehme mir gern Zeit für die Karte und lese 2-3 Mal und ich glaube, ich bin damit hier so eine Weile beschäftigt. Ich hatte auch überlegt, ob ich live gehe und das dann mache, aber ich habe Angst, dass ich zu viel heule und es jeder mitbekommt. Deswegen, mal sehen, werde ich mich jetzt, glaube ich, erst der Nähzimmer-Orga widmen, bevor ich entscheide, ob ich das jetzt noch aufpacke oder nicht. Ich habe jetzt hier schon so ein paar Sachen gesehen, die mich total traurig machen, also als Hintergrundinfo. Stichtag ist immer ziemlich viel los und wir hatten ja Samstag, Sonntag, Freitag den Weltrekord und Samstagabend noch eine Party und ich habe da so eine Gruppe von ganz lieben Menschen gesehen, wo ich weiß, die kamen auch schon Anfang der Woche angereist, einige von super weit her, die so von Stunde null da sind und die kamen dann am Samstag auf der Party auf mich zu. Ich hatte schon gemerkt, ich hatte gerade mit jemand anders gesprochen, dass es ein bisschen ungehalten war. Also habe ich versucht, die andere, mit der ich mich gerade unterhalten hatte, abzuwürgen aus der Community, damit ich Hallo sagen kann. Und hat mich total gefreut, die zu sehen, aber es war auch so eine ein bisschen komische Stimmung, eine angespannte Stimmung. Ich konnte es dann so ganz zuordnen. Ich so, hey super, dann sehen wir uns ja morgen am Sonntag, am Stichtag. Sagen sie, nee, wir waren heute da. Und ich so, was? Weil ich keinen von denen gesehen hatte. Ende vom Lied war, ich bin wohl einmal volle Lotte an denen vorbeigerannt und ansonsten war ich halt immer voller Leute gestanden. Deswegen berechtigte Kritik, hat mir so leid getan. Ich wusste dann auch in dem Moment gar nicht, was ich so richtig sagen sollte, weil ja, ich konnte es ja nicht mehr ändern. Das hat mir natürlich ultra leid getan. Ich habe dann später, hatte ich mit dem Bürgermeister gesprochen und hatte die aber dann gesehen an so einer Gruppe am Tisch. Und dann habe ich so zum Bürgermeister, Entschuldigung, wir können irgendwann anders weiterreden, weil ich eben noch mal mit denen sprechen wollte. Aber ich glaube, für einige war dann schon so ein bisschen das Kind in den Brunnen gefallen. Wisst ihr, wie ich meine? Also kam dann nur schwer ein Gespräch zustande. Ich habe dann noch ein paar Leuten noch geschrieben danach, aber irgendwie ja. Hat mir das total leid getan, weil ja, es war so. Wir haben uns an dem Samstag nicht gesehen am Stichtag, die kamen extra weit her. Wir hatten uns zwar am Freitag gesehen, eine auch schon am Montag und am Samstagabend auch, aber ich kann natürlich auch verstehen, wenn manche da eine andere Erwartungshaltung haben. Nur sind da halt dann gefühlt so 700, die diese Erwartungshaltung haben. Von dem her, ja, hat es mir trotzdem irgendwie leid getan, dass sie das so empfunden haben. Nee, ich hasse solche Ausreden. Mir hat es leid getan, dass du so empfindest. Das klingt so, als ihr wisst, was ich meine. Und wenn ich jetzt das Geschenk hier sehe, habe ich so ein halb lachendes, ein halb heulendes Auge, weil es mir echt leid tut. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal, sonst flenne ich den Rest des Videos. Ich widme mich jetzt dem Nähzimmer. Couch-Ecke, check. Alle Sachen für Sandra, die kommt sie gleich abholen, check. Geschenke zumindest mal so hingestellt, damit ich am Boden hier alles durchsaugen konnte, check. Und jetzt geht's weiter ins Nähzimmer und hier habe ich mir jetzt schon so ein paar Euro-Kisten, die ich später ins Nähatelier machen will, geholt. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal den Ist-Zustand des Nähateliers an und wo die Kisten dann wahrscheinlich hinkommen. Eines der Dinge, auf die ich mich wirklich am meisten freue, ist dieses Fenster, denn da oben werde ich bestimmt ganz oft sitzen und habe einen herrlichen Ausblick auf meine Chicas. Ich bin ja unter die Hühnerfans gegangen. Hier ist jetzt später Esszimmer, Wohnzimmer mit Einbauschränken, die gemacht werden. Hier ist der Durchbruch schon zur Küche gelungen. Oh yeah!
Hier gibt es noch ganz viele spezielle Dinge, die zeige ich dir aber mal in einem anderen Video. Wir wollen jetzt ja einmal hochgehen ins Nähstudio. Später werde ich hier natürlich auch keine Leiter stehen, sondern eine Treppe, aber die ist noch in the making. Das knacken. Aber die andere Treppe haben wir schon zum Glück. Hier sind wir schon bei der ersten Besonderheit. Die Treppe ist jetzt ja schon fertig. Auch hier mal wieder unser eigenes Holz genommen, wo wir schon die ganze Küche draus gemacht haben. Hier ist ein Wandaufbau mit einer Lücke, denn hier wird später eine Schiebetür hinkommen, weil ich möchte das Gefühl sehr offen haben und auch vom Loft. Das heißt, ich möchte da unten keine Tür haben, ich möchte da oben keine Tür haben. Deswegen hier die Zwischenlösung. Und hier haben wir auch noch mal einen schönen Abschluss mit Holz machen lassen. Weiß ich noch nicht, ob da später Regal hinkommt oder. Alles noch nicht so klar. Hier kommt später noch ein Glas hin. Hier unten wird ein Baum drin sein und hier kann ich von hier aus dann auch direkt in die Küche schauen, falls mein Mann mir mitteilen möchte, dass ich jetzt bei der Arbeit das Essen fertig ist. Ja? Sehr, sehr geil. Von dem her, das hier wird der Produktionsbereich werden. Hier werden die ganzen Videos dann entstehen, zumindest in meinem Kopf. Hier habe ich mir nochmal Tageslicht schön einbauen lassen. Natürlich auch die großen Fenster. Ich glaube, es kommt auch immer nicht so rüber, wie groß die eigentlich sind. Hier möchte ich dann eventuell alle meine Maschinen hinstellen. Und dieses Gerüst ist eigentlich so ziemlich auch der Körper von dem Körper, den wir später bauen werden. Also hier wird noch so ein Kubus entstehen aus Pressspan, weil ich so verschiedene Oberflächen haben möchte. Es wird dann gestrichen, aber ich möchte so verschiedene Texturen hier drin haben. Und dieser Raum wird bis nach oben hingehen, wo ich dann einfach mein ganzes Zeug ordentlich verstaut habe. In diesem Raum ist natürlich dann von drinnen Regale angebracht und ich möchte mit diesen Euro-Kisten arbeiten, dass alles genormt ist und das auch einheitlich mit dem P-Touch dann beschriften. Von dem her wird es dann hoffentlich richtig, richtig ordentlich aussehen. Was super ist, weil der P-Touch abspeichern kann, wenn man Etikett erstellt. Das heißt, wenn irgendwas Neues dazukommt, habe ich genau die gleiche Schriftgröße, genau das gleiche Layout und mein inneren Monk wird das sehr, sehr, sehr glücklich machen. Hier sollen später 1, 2, 3 Arbeitsplätze hinkommen. Wenn ihr es schon mitbekommen habt, die Nädels sind jetzt schon gewachsen und wir dürfen jetzt schon 2 Mitarbeiter unsere nennen. Da sind wir extrem happy drüber. Wir versuchen das nicht alles im Büro zu machen, sondern die dürfen auch viel von zu Hause arbeiten. Aber natürlich wollen wir auch vor Ort noch Schreibtische für die haben. Und hier wird für mich dann so eine kleine Lounge-Ecke, würde ich sagen. Also eine Couch und Sitzpuff, wo man einfach auch gemütlich arbeiten kann. Oder 2 Sessel. Ich weiß das noch nicht, was ich so genau finden werde. Denn ich arbeite am liebsten irgendwie gemütlich, wenn ich meine ganzen Mails beantworte. Da brauche ich nicht unbedingt am Schreibtisch sitzen. Und dann habe ich hier den wunderschönen Ausblick zu meinen Chicas. Natürlich haben wir hier drin, wie du es jetzt vielleicht schon hörst, ein kleines Hallproblem. Und es gibt eigentlich nichts Schlimmeres für einen Videografen. Ja, bitte. Oder für Videos als ein Hall. Das heißt, ich werde hier Vorhänge noch ranmachen, die das ein bisschen schlucken. Der Kubus später natürlich auch, wenn es eingerichtet ist. Aber wir haben auch noch zusätzlich solche Akustikdecken hier oben anbringen lassen, beziehungsweise selber angebracht. Dann war noch geplant, dass hier unten Teppich verlegt wird, der natürlich auch so ein bisschen Hall schluckt. Aber mir hat dieser Betonboden, den wir unten im Erdgeschoss haben, so, so, so gut gefallen, dass ich gedacht habe, ich lasse den Betonboden hier auch. Nicht optimal für die Lautstärke, aber es fühlt sich total cool an, deswegen lassen wir das hier auch. Wir haben hier auch einen anderen Estrich verwendet, weil ja eigentlich Teppich geplant war, aber es funktioniert trotzdem. Ich kann euch mal hier ein Stückchen zeigen. Also so wird das dann hier auch einfach später aussehen. Der ist ein bisschen robuster und ein bisschen dunkler als der Estrich unten. Und es sind auch so ganz kleine Fasern hier mit drin, aber wir sind barfuß drauf gelaufen. Das fühlt sich super an. Und so haben wir so ein bisschen den Loft-Style. Verputzt wird, glaube ich, in 2 Wochen ungefähr. Dann muss ich noch 2 Wochen warten. Und dann werde ich, obwohl dieser Kubus dann noch nicht drin ist, weil den macht auch wieder der Schreiner, werde ich dann, glaube ich, auch schon hier hochziehen, weil ich es einfach nicht mehr abwarten kann. Also als nächstes kommen die Fensterbretter hier. Die werden Anfang nächster Woche hier eingebaut. Dann kann der Verputzer hier alles fertig machen. Dann muss es noch trocknen. Und dann ziehe ich hier schon erstmal ein, grob. Also wir werden dann Filme auf einer Baustelle haben und später kommt dann erst der Kubus. Und dafür möchte ich aber jetzt, damit dann alles schnell geht, einmal alles vorbereiten. Deswegen gehen wir jetzt einmal weiter nach unten. Okay, es ist mittlerweile
ein paar Tage später. Mich hat es voll mit Koronski niedergeschmettert. Und ich bin jetzt gerade so ein bisschen am Sortieren und oder Verzweifeln. Ich glaube beides. Das Nähatelier ist jetzt so weit, dass die Treppe nach oben fertig ist. Mein Mann hängt gerade mit meinem Schwiegervater die Decke unten ab. Und oben müssen jetzt bis Ende dieser Woche die Fensterbänke gemacht sein. Dann kann der Verputzer kommen und dann kann ich einziehen. Ich hoffe, das wird Mitte Oktober sein. Ich möchte jetzt aber ja schon alles so ein bisschen vorsortieren. Aber Mitte Oktober habe ich dann noch kein Möbelstück in irgendeiner Weise da, sondern diese Sachen werden erstmal kurz so, wie sie sind, mitziehen, damit ich dann von da aus alles gestalten kann. Aber meine Videoproduktion läuft natürlich weiter. Ich habe ein paar coole Sachen in petto. Diese Stühle zum Beispiel, die werde ich upcyclen. Ich überlege, ich glaube schon nächstes oder übernächstes Video kommt da was dazu. Die habe ich auch vor, endlich mal anzugehen. Also viele Projekte. Jetzt ist die Sache, packe ich das jetzt wirklich schon alles in Kisten und so, wie ich es später haben will, dann steht es jetzt hier in Kisten rum, statt dass es da drin steht. Das ist jetzt die Frage, aber ich denke, ich werde es so machen. I doubt it. Gerade meine Bastelecke. Ich habe mir jetzt hier so ein paar Behälter gekauft gehabt, so ein paar kleinere. Die hatte ich noch übrig. Von Stichtag und Co. hatte ich mal ganz viele gekauft. Da habe ich noch Sortierungssachen übrig. Und dann natürlich die großen Euro-Boxen. Und ich glaube, ich fange da an, dass ich da Kinderstoffe reinsortiere. Ich wollte schon immer das Ganze mit diesem Comic Kartons machen und dann die Stoffe aufwickeln. Aber ganz ehrlich, das wird später in einem Schrank drin sein. Sieht kein Mensch. Ich glaube, das mache ich nicht. Was ich jetzt als allererstes machen möchte, ich habe es gerade eben schon gemacht, einmal Kabel sortiert. Dann hatte ich mir hier noch so Halterungen gekauft. Die sind eigentlich für Küchenrollen und Co. Und ich wollte jetzt erstmal anhand von zwei das testen, ob das funktioniert. Ich hatte das nämlich mit Plotterfolie gesehen, dass man die da reinhängen kann. Das will ich dann im Nähstudio probieren. Hier werde ich es nicht mehr aufhängen, weil das müsste ich nur wieder abmachen. Das heißt für mich jetzt aber, ich werde meine ganzen Bastelsachen rausholen und das hier erstmal in so ein paar Kisten sortieren. Hier habe ich schon Silikonformen drin und zwar ganz spezielle. Das sind lauter kleine Blumen und irgendwie so Ornamente. Denn ich habe mal irgendwann vor 2, 3 Jahren, ich finde dieses Bild auch nicht mehr, eine Kommode gesehen. Da hat jemand so ganz viele Ornamente an so eine ganz alte Holzkommode geklebt und die dann einfarbig gestrichen. Ich fand das sah ultra schön aus und deswegen habe ich gedacht, ich bestelle mir das jetzt mal. Ich weiß nur noch nicht genau, mit welchem Material ich das mache. Gips bricht ja. Jemand hatte auch irgendwie gemeint Heißkleber, aber ich glaube, das ist keine gute Kombi mit dieser Silikonform. Dann Epoxid wäre vielleicht noch eine Option. Oder ich glaube, diese Option fand ich auch richtig, richtig gut mit Fimo. Mit Fimo das Ganze machen, weil das zerbricht nicht. Das ist noch ein bisschen beweglich. Man kann es anmalen. Mal gucken. Also falls du eine Idee hast, mit was ich in Silikonform füllen kann und das dann an Holz kleben kann und später dann noch drüber lackieren und es hält, dann schreib mir das mal unten in die Kommentare. So, genug geschnackt. Oh, hier habe ich noch ein paar Bilder, die musste ich rauskramen fürs Fernsehen. Auch ganz süß. Ich schweife schon wieder ab. Ich sortiere jetzt mein ganzes Bastelzeug. Ach, im Übrigen, wenn wir schon beim Thema Schleichwerbung sind. Ich habe gerade 2 coole Sachen zugeschickt bekommen. Das hier will ich unbedingt mal spielen. Penguin Airlines. Das klang super spannend. Das habe ich vom Top Verlag. Und damit wir jetzt hier gleich die Schleichwerbung für einen Gegenpartner machen, habe ich von der lieben von Anne, ich habe schon oft ihre Stoffe hier gezeigt, dieses Nähbuch zugeschickt bekommen. Mini-Mode. Da freue ich mich auch extrem drauf. Und natürlich auch mit süßen Stoffen. Guck mal, ich bin eh so ein Fan. Also von dem her, das verräume ich auch. Ich will alles nähen. Ich muss mal so ein paar Lives hier wieder ansetzen, damit wir zusammen die ganzen UFOs nähen. Bitte sagt mir, dass ich nicht die Einzige bin, die viele Ideen hat und zu wenig Zeit. Jetzt aber, weiter geht's mit Bastelsachen. Diesmal wirklich. Gefunden meinen Hochzeitsstempel. Ich hatte mal in dem Video Hochzeits-DIYs davon gesprochen. Ich habe immer noch den Hochzeitsstempel und auch das Wachs davon. Sehr cool. Noppenlatex. Sehr wertend Ding. Ich habe echt viel Zeugs. Also wir könnten sehr viele DIYs zusammen machen. Leuchtstift. Glow in the dark. Ich finde ja auch bei Bastelzeug
auch wenn es danach gefühlt noch unordentlich ausschaut, aber wenn man alles einmal so in der Hand hat und alles einmal kurz neu sortiert hat, finde ich, gibt es dann schon wieder das Gefühl, als hätte man sein Leben im Griff. Und als wüsste man, was man da hat und wird ganz definitiv was draus machen. Definitiv nein. Ganz sicher. Was ist denn das? Ist das magnetisch? Cool. Auch ein Must-Have, wenn man Kinder hat. Waschbare Stifte, die kann man den Kindern geben und auch wenn sie auf den Klamotten landen, völlig egal, kann man wieder rauswaschen. Und hier habe ich immer so ein paar Buchstaben schon vorgefertigt. Einfach wenn ich liebe es, Wimpel für alle möglichen Sachen zu nähen oder auch zu basteln. Und da habe ich so ein bisschen Buchstaben, die ich mir halt schon erstellt habe und auch immer die gleiche Wimpelgröße. Die Frage ist nur, wie sortiert man das? Was ist das denn? Für was habe ich das? Ist hier eine Kugel vorne dran? Ich weiß nicht, was es ist, aber Nummer 1, es sieht total schön aus. Und Nummer 2, sieht es aus, als wenn ich es brauche, dass dann nur das geht. Also hebe ich das mal lieber auf. Och, Wackelaugen, die im Dunkeln leuchten, die braucht man auf jeden Fall auch. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Chaos wird schlimmer statt besser, aber vor ganz toll wird, gibt es ganz schlimm. Also von dem her, hier ist ja noch guter Hoffnung. Ich habe jetzt doch noch eine Möglichkeit hier für meinen Wagen gefunden. Falls du es nicht gesehen hast, verlinke ich dir das Video auch mal hier über diesen IKEA-Wagen. Und durch den P-Touch habe ich jetzt auch eine Möglichkeit gefunden, wie ich das hier vorne einfach cool und gleichmäßig beschriften kann. Ich habe jetzt meine ganzen Schnallen nochmal sortiert, meine D-Ringe und so weiter und mache das jetzt hier einzeln rein. So. Karabiner, alles jetzt hier drin. Hier unten habe ich jetzt auch noch mal meine Schnallen. Und das beschrifte ich jetzt gleich noch mal. Hier oben liegen übrigens die ganzen UFOs. Okay, irgendwie habe ich jetzt doch wieder mehr verschiedene Behälter, als mir lieb ist. Ich glaube, ich muss noch mal irgendwie auf die Suche gehen nach coolen Boxherstellern. Oder ich nehme wirklich alle diese kompletten Euro-Dinger. Falls du irgendeinen coolen Hersteller kennst, dann schick mir das mal unten hin. Das sieht jetzt noch wüst aus, aber hier sind jetzt eigentlich alles so DIY-Sachen und in diesen kleinen Kästen beschrifte ich das jetzt gleich noch. In den weißen Kästen sind hauptsächlich noch Nähsachen, also so Paspelbänder und das Zeug. Das habe ich jetzt schon wieder eingeräumt, weil die kann man nicht so gut beschriften. Also kann man schon, aber ich will da eher nochmal neue Gefäße dafür. Und wenn ich das jetzt beschriftet habe, dann fange ich an und tue alle Kinderstoffe schon mal in meine Euro-Boxen einsortieren. Jetzt geht's erstmal ans Beschriften. Sie sehen Dinge, die mich glücklich machen. Okay, kurze Essenspause. Ah, lecker, lecker. Halloumi, Champignon, Tomate, Mozzarella Salat. In der Zeit lasse ich jetzt die Sachen für hier drucken. Da habe ich ein 9 mm Band drin. 9 mm und das hier sind 5 cm. Ich hoffe, dass es passt. Ich drucke jetzt erstmal eins. Und dann, wenn ich das hier gemacht habe, mache ich erstmal Schluss für heute. Und dann geht's morgen weiter. Schönes Hallo von Tanja aus dem Schnitt, denn ich habe gemerkt, du kannst eine Goodie-Pack gewinnen. Schön wäre es für dich vielleicht auch zu wissen, was du dafür tun musst. Wie du weißt, gerne dem Video einen Daumen nach oben geben, wenn dir das Video gefallen hat und natürlich auch den Kanal einmal abonnieren und dann schreibst du mir unten in die Infobox, was auch immer du willst. Lass viel Liebe da und ich wünsche dir viel Glück. Okay, wie du siehst, wieder ein paar Tage später, meine Geschenke stehen immer noch da, aber ich habe
Uvus genäht. Und zwar, die ich im Live angefangen habe, habe ich auf jeden Fall mal 4 Uvus wegbekommen. Ich möchte heute unbedingt noch die Zipfeljacke Bella nähen. Dazu gibt es auch ein Video. Das Schnittmuster ist aber leider anscheinend nicht mehr verfügbar von Rabaukennaht. Ich werde sie vielleicht mal anschreiben, ob man es irgendwo noch verfügbar machen kann, denn es gibt echt jede Woche so viele Anfragen, ob ich irgendwas... Ich kann euch natürlich als öffentliche Person nicht einfach dieses Schnittmuster, das ich ja besitze, zur Verfügung stellen. Ich gebe dann immer den Rat, einfach mal in Facebook-Gruppen zu gucken, ob es da noch irgendwas gibt. Offiziell kann ich natürlich da nichts machen, also braucht ihr mir da auch keine Anfragen schicken diesbezüglich. Ja, und dann muss ich ehrlich gestehen, mir fällt dieses Video gerade volle Lotte schwer. Zum einen, weil mein Kopf ganz woanders ist vom Ausmisten und Weiterkommen her als das Nähzimmer. Zum anderen aber, wenn ich jetzt zum Beispiel die Stoffe in die Kisten packe, ist es meine Ordnung für später und total sinnvoll. Nur jetzt, die 4-5 Wochen, steht dann halt der Stoff hier in Kisten rum anstatt im Regal. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, ich lasse das. Allgemein habt ihr vielleicht in den letzten Videos gemerkt, ich habe es auch schon mal in der Story angeschnitten und im Podcast und ich dachte, ich nutze jetzt einfach die Zeit und rede dafür etwas Klartext mit euch. Diese Sommerpause macht einen so fertig, weil man extrem viel Zeit und Ideen und auch Geld in die Videos steckt und die einfach nicht geklickt werden, weil man gerade keinen Kopf hat für kreative Sachen oder rausgeht und. Und dann habe ich noch das Problem, dass ich gerade super gerne so Deko-Sachen machen würde. Ich habe ein paar Pinterest-Ideen, DIY-Ideen, die ich unbedingt machen möchte. Das heißt gar nicht nähen in dem Sinne, sondern auch wirklich ein paar DIYs, wo ich einfach Lust drauf habe, jetzt, weil es halt zu meiner Lebensphase passt, dass wir den Anbau haben und da ich halt einiges da gestalten möchte. DIY-Videos kommen bei euch aber nicht so gut an und dann bin ich immer so ein bisschen im Struggle zwischen Kooperationspartner finden und Klicks bekommen oder Dinge machen, die ich wirklich machen möchte. Das klingt für euch da draußen immer so leicht, aber wenn das die Haupteinnahmequelle ist, ist das echt immer eine schwere Entscheidung. Und ich habe mich entschlossen, das, worauf ich Lust habe. Dieser Kanal ist und bleibt authentisch und ich werde die Dinge machen, worauf ich Lust habe. Aber es war keine leichte Entscheidung. Das wollte ich damit sagen. Nur, dass ihr mal wisst, was so dahinter ein bisschen losgeht. Ich wollte auch unbedingt im Sommer eine Pause machen, weil es einfach mit dem Stichtag und dann die Dokumentation und Podcast und die Zeitungsinterviews und so weiter. Das war echt viel mit Umzug und Kinder und. Und ich wollte eigentlich Videopause machen, weil ich eh schon wusste, dieser Frust wird kommen, weil die nicht so geklickt werden. Aber dann hast du die Kooperationspartner. Die willst du nicht enttäuschen, du kannst die Kooperation nicht nach hinten schieben, weil das sind ja die Nächsten meistens da. Also das ist jetzt ein Luxusproblem, ich weiß, aber das sind halt Sachen, weswegen man dann keine Pause machen kann. Nächsten Sommer, sage ich gleich, wird es eine Pause geben. Da werde ich mir 2 bis 4 Wochen blocken, wo ich kein Video veröffentliche. Vielleicht gehe ich live. Ich möchte jetzt auch nochmal live gehen, weil das macht mir ultra Spaß mit euch, mit Ufos nähen zum Beispiel, weil dann komme ich so ein bisschen weiter. Das ist immer lustig, also das werde ich noch zusätzlich jetzt gerade in den Wintermonaten machen, aber wir werden da vielleicht auch Gips gießen. Diamond, ich habe keine Ahnung. Wir werden das machen, worauf ich Lust habe, worauf ihr hoffentlich dann auch Lust habt, um euch trotzdem ein bisschen Mehrwert in diesem Video zu geben. Habt ihr zum einen gesehen, der Label Maker, also das ist für mich so dieser P-Touch, ist ultra genial zum Beschriften. Dann ist mein Rat an dich auch diese Lochplatten von IKEA. Ich habe dir das ja schon in einem Video gezeigt. Ich möchte das jetzt hier nicht nochmal wiederholen, sondern schau dir dieses Video an zur ausführlichen Erklärung. Was du auf jeden Fall auch machen solltest, ist deine Schnittmuster ordentlich zu sortieren. Auch hierzu gibt es schon ein Video, digital wie aber auch in Papierform. Und da hat sich seither bei mir eigentlich nichts vom System großartig geändert. Außer, das kann ich dir vielleicht nochmal zeigen, gerade jetzt so für diese Lutherloh-Schnittmuster oder allgemein für die Erwachsenen-Schnittmuster braucht man doch mehr Platz. Und da habe ich jetzt von Schnittenliebe mir diesen Ordner geholt mit solchen Mappen. Also das hier sind wirklich Projektmappen. Und da passen super gut halt auch diese größeren Schnittmuster rein. Also das ist das Einzige, was sich geändert hat. Wobei das hier auch nicht meine anderen Ordner, die ich dir in dem Video zeige, ersetzt, sondern ergänzt. Also die anderen Ordner existieren noch genauso auch bei mir. Was kann ich noch sagen? I'm sorry, es tut mir leid. Es ist irgendwie nicht so gelaufen, wie ich es geplant habe. Ich hätte mir gewünscht, dass ich dir etwas mehr Input geben kann, aber ich nehme das jetzt einfach mal so an. Ich hoffe, dir hat das Video trotzdem irgendwie gefallen. Ich hoffe, du konntest trotzdem irgendeine Information für dich rausziehen, wie du ordnen kannst. Es wird auf jeden Fall, wenn ich dann das Nähzimmer einrichte, also wenn ich
wirklich Dinge dann an ihren endgültigen Platz bringe, wird es nochmal Videos dazu geben, definitiv, wie ich was sortiere. Was mir persönlich immer extrem hilft, und ich glaube gar nicht, ihr wisst gar nicht, wie sehr sind die Kommentare von euch, was ihr sortiert, wie ihr das sortiert, da sind so viele coole Ideen dabei, die ich auf jeden Fall auch schon umgesetzt habe. Ein cooler Tipp war zum Beispiel auch so ein Magnetarmband auf Amazon. Ich verlinke dir das mal und ich blende dir das auch mal ein. Und damit die Plotterfolien, wenn man sie hat, umwickelt. Das war ein Game Changer und der kam, glaube ich, auch aus der Community. Also in diesem Sinne würde ich sagen, ich packe jetzt tatsächlich meine Geschenke endlich mal aus. Finally, das mache ich jetzt. Ich habe es vor mich hergeschoben, weil ich es unbedingt vor Kamera machen wollte, damit ihr sehen könnt, also einfach diese Dankbarkeit da ist. Deswegen wollte ich es vor Kamera machen. Das hat mich abgehalten, weil ich nicht vor die Kamera wollte jetzt in letzter Zeit. Und deswegen habe ich jetzt beschlossen, danke an alle, die mir etwas geschenkt haben. Ich habe es noch nicht gesehen, was. Ich bin allein schon dankbar für die Idee, dass man sich Mühe macht, dass man überlegt, die Leute überlegen sich, was könnte einem gefallen. Die gehen extra los, die packen es ein, die schleppen das mit auf den Stichtag. Die haben den Mut und übergeben das. Für viele ist das ja so eine Hürde. Deswegen danke an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht, dass ich es nicht vor Kamera mache, aber ich habe jetzt beschlossen, ich mache das für mich alleine und genieße es und flenne wahrscheinlich wie ein Schlosshund, wenn ich die ein oder andere Karte lese. Deswegen, danke an dieser Stelle. Sorry, dass das Video irgendwie nicht so gelaufen ist, wie es ist, aber wir nehmen das jetzt einfach mal so hin. Stell dich darauf ein, in nächster Zeit kommt viel Einrichtungskontent. Dinge, die ich einfach machen möchte, wo ich Bock habe, wo ich noch nie gemacht habe. Ich weiß, in zwei Videos, da steht mir was bevor, was ich unbedingt machen will, wo ich dich mitnehme. Habe ich noch nie vorher gemacht. Ich glaube, es wird richtig cool. Oder ich verkack's total. Wir werden es sehen. Vielen Dank auch an meinen Kooperationspartner Brother, der mich auf so vielen Reisen begleitet. Also, und wenn ihr unterstützen wollt, dann klickt auf jeden Fall auch den Link unten in der Infobox, falls ihr auch so ein cooles Beschriftungsgerät, es ist viel mehr als ein Beschriftungsgerät, euch zulegen wollt. In diesem Sinne, einen wunderbaren Mittwoch oder an welchem Tag du auch immer das schaust. Ich hoffe, wir sehen uns noch ganz oft und du begleitest mich auf meinem kreativen Weg oder auf meiner Findungskrise gerade. Und dann würde ich sagen, hab einen wunderbaren Tag. Ich freue mich über Likes, Abo, Teilen, Kommentare, alles, was von dir kommt und wir sehen uns.